Hallo und herzlich willkommen hier bei Stefan probiert. Heute mit einem Special Guest, dem Oskar, und der hat uns was zum Testen mitgebracht, nämlich, was hat er hier? Moment, ich halte das hier mal so fest, dass man das gut sehen kann, die Paulberger Limo. Genau, und von wem ist die Paulberger Limo? iCrimex. Genau, der YouTuber iCrimex hat die hier ins Leben gerufen. Offiziell darf es gar nicht Limonade heißen, denn hier ist, das ist ja schon mal gut, hier ist weniger Zucker drin als in einer Limonade, müssen ja irgendwie 7% Zucker drin sein. Hier, ich Spoiler, sind es 4,2%. Deswegen heißt hier auch, da steht Erfrischungsgetränk drauf. Aber der, auf YouTube heißt dann einfach die Paulberger Limo. Und du freust dich schon, dass wir das jetzt testen, denn Oskar ist iCrimex-Fan und ja, ist schon ganz scharf drauf. Hat die jetzt, wir haben die auch mehrfach gesucht. Wir waren in Netto, wir waren in mehreren Läden. Und wo haben wir sie entdeckt? Bei Edeka. Genau, bei einem Edeka haben wir sie entdeckt. Und wir haben uns entschieden für die Sorte. Welche Sorte? Bubblegum. Ja, und ich lese mal vor, was hier alles draufsteht. Und dann werden wir zwei das testen. Paulberger Qualität steht drauf. Paulberger. Bubblegum. Kalorienarm, keine Süßstoffe. Das ist schon mal gut. Erfrischungsgetränk. Folge Paulberger auf Instagram, Paulberger Club, Paulberger Qualität, das offizielle Paulberger Erfrischungsgetränk von iCrimex. Und da ist sein Logo, da könnt ihr es sehen. Was steht hier noch? Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Beerengeschmack, angereichert mit Vitaminen. Aha, also warum Bubblegum wäre doch eigentlich Kaugummi-Geschmack, aber es ist mit Beerengeschmack, das ist interessant. So, und dann haben wir, Moment, hier Zutaten. Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, 8%. Zucker, Kohlendioxid, das ist dann die Kohlensäure. Färbende Konzentrate, Süßkartoffel, Rettich, Apfel, natürliches Aroma, Säurungsmittel, Zitronensäure. Stabilisatoren sind Gummiarabikum, Xanthan, Glycerin, Ester aus Wurzelharz. Oha, das klingt heftig. Vitamine, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Vertrieb durch USP Products in Düsseldorf, wen das interessiert. Und das Ganze ist, da ist unsere Pflanze drauf und da ist auch noch, ist auch noch vegan. Jo, und ich glaube, da haben wir alles vorgelesen. Okay, dann mach mal auf und wir testen das jetzt. Oder ein bisschen, jetzt, jawohl, öffnet, jawohl. Ah, die Farbe, also die Farbe ist schon mal sehr lila. Ah, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Wir haben deswegen was vorbereitet. Wir haben jetzt zwar kein Glas, aber wir werden das jetzt mal hier in diese Flasche kurz umfüllen. Achtung, ich hoffe, wir kriegen das ohne Sauerei hin. Spannung steigt. Wow. Okay. Guck mal, dann können wir sogar gleichzeitig testen. Du nimmst die Dose. Ich nehme hier die Flasche und zeige erstmal die Farbe. So sieht das aus. Also das passt schon sehr hier zur Dose. Ah, du hast jetzt schon probiert. Nein! Ah! Wie schmeckt's? Wie riecht's? Es riecht nach... Ja gut, es riecht so ein bisschen nach Kaugummi. Kirsch. Kirschkaugummi. Oder? Was meinst du? Du hast den besseren Geschmack als ich. Besseren Geruch. Riecht irgendwie so nach diesem Bubblegum-Kaugummi. Mhm. Sollen wir es probieren? Mhm. Dann cheers. Auf geht's. Okay. Also der Geruch. Also es schmeckt krass nach Kaugummi. Obwohl es ja eigentlich nur Apfel. Viel Apfel und Aroma ist auch. Boah. Also für mich ist es sehr viel. Wie schmeckt's dir? Ich würde eine 7 von 10 geben. Eine 7 von 10? Also bei mir ist es nur eine 2 oder 3. Sorry, iCrimex. Mein Ding ist das nicht. Lass mal aus der Dose probieren. Schmeckt es anders? Der erste Schluck ist okay, weil es auch nicht so süß ist. Aber dann kommt so, kommt das Kaugummi hoch und das ist irgendwie nicht so... Nee, das möchte ich nicht trinken. Als Kaugummi, als Kind mochte ich diese Art von Kaugummi. Aber jetzt, nee, nicht mehr. Aber das Gute ist, also das muss ich sagen, es ist nicht süß. Also, oder nicht so süß. Ich meine, 4 Gramm Zucker. Also, okay. iCrimex, ja. Entschuldigung, du gibst ihm ja immer
10 von 10. Aber wie, also ich gebe eine 7 von 10 und er gibt 2 bis 3. Also zusammen eine 10 von 10. Was aber bei zwei Leuten, ja, durch 2 macht dann eine 5 im Schnitt. Also, sorry, ja. Bei Crimex, aber wir testen auch das nächste Mal die Pfirsich. Genau, es gibt noch eine zweite Sorte, die testen wir dann irgendwann, wenn wir mal wieder bei diesem Edeka vorbeikommen. Bis dahin sagen wir tschüss, danke fürs Zuschauen. Lasst Likes und Abos da. Gerne auch Kommentare. Habt ihr die vielleicht schon mal probiert? Kennt ihr iCrimex persönlich? Dann sagt einen schönen Gruß. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sagen tschüss. Ciao, ciao.